Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Bewegung! Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Artyom, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Guten Tag. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl. Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl. Der Genosse General ist auch hier. Das ist ja mein Glückstag. Dann geht alles viel schneller als erwartet. Sieh mal, Artyom. Du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor. Und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wer ihn kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Genosse General. Genosse Morosov, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller vertraut. Zusammen haben Sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Sparen wir uns das anfängliche Abtasten einfach und kommen wir zur Sache. Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen, dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Moskwin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Ach, stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt! Da! Immer noch nichts! Nimm das, Miststück! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen! Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör, das Übliche. Was denn, hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein. Du kleines Stück Scheiße. Ohne Blut gibt es keine Macht. Doch, gibt es. Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie... Komm hierher zurück, Gottverdammt! In Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen.
Benutzen Sie glühende Spieße, holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Komm hierher zurück! Ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Das Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Gorbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Ja, dann lebe einfach! Hier, rein da! Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken. Mit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Metro Last Light. Ich bin Samsi Mafix und boah, was ist hier alles geschehen? Pavel hat uns betrogen. Musketier von wegen. In Wahrheit hat er uns hier verkauft und wir sind nun hier in der roten Linie gefangen genommen worden. Nun führt uns unser Weg, so wie es aussieht, weiter. Wir müssen jetzt hier fliehen von der roten Linie in der Hoffnung, dass wir doch noch zum Orden kommen. Und so wie es aussieht, hat der Sohn hier des Generalsekretärs ein Herz für uns. Aber trotzdem monströs, was sie hier machen. Alle wollen für die 6 hier, wollen unbedingt die 6 erreichen und dann hier die Bomben, die dort sind, finden. So, danke. Ich wünsche dir viel Glück. Könnte man brauchen. Meine Waffen, wo sind sie? Mein Geld. Herr Pavel. Ihr habt ihr vertraut, du Mieser. Was haben wir daraus gelernt? Niemals einem Roten vertrauen. Niemals einem Faschisten trauen. Aber niemand. Setzen Sie sich, Gorbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ah, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel, ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Moskwin, als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war. Da habe ich ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich ihre Übernahme unterstützt.
Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Mosquin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dicht der roten Linie. Die wollen einen Krieg veranstalten hier. Die Ranger und alles andere auslöschen. Das müssen wir verhindern. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen. Was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Unsere Ausrüstung, immer ein etwas machen. Wenn ich mir schon davor erstmal Ausrüstung gekauft habe, wäre schlimm, wenn die jetzt einfach weg gewesen wäre. Okay. Maske. Nehmen wir auch. Money. Nehmen wir auch. Und dann legen wir los, oder sehe ich das jetzt hier falsch? So. Okay. Da sind wir. Und irgendwo da müssen wir raus. Schon in die Hose gemacht? Dann schau einem echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeuten einen Scheißdreck. Also Leute, ganz kurz, wir versuchen natürlich wieder zu stealthen. Ich möchte möglichst durch, ohne die Leute zu töten, auch wenn sie es natürlich alle verdient hätten, diese Penner. Und... weil da kommen wir natürlich nicht durch. Aber theoretisch. Wie lange dauert das denn? Ich hab's fast. Angst, was? Lass mich mal. Lass mich nachdenken. Komm, komm, komm. Knock ihn aus. So.
So, lass mir die dann voll liegen. Stört da keinen. So, da la. Ganz entspannt laufen wir da durch. Licht kann man nett ausmachen, aber wer braucht das schon? Also, Pavel, dieser miese Vertreter, der nervt mich sehr. Werdet euch erst einmal klar darüber, was ihr wollt. Erst bestellt ihr eine Patrouille und dann erwartet ihr, dass ich hier rumsitze. Zweiter Posten, bitte kommen, zweiter Posten. Was zum Teufel soll ich machen? Mich zweiteilen? Zweiter Posten hier! Zweiter Posten! Statusbericht! Gruppe 8 hat die Einrichtung über Tunnel 2 verlassen. Verstanden, zweiter Posten. Weiter! Du verlässt aber erstmal nichts mehr, mein Freund. So, also. Also mein Gefühl ist, so, was die hier vorhaben, ist nämlich einen Krieg anzuzetteln und das so aussehen zu lassen, als wären hier die Routen daran beteiligt. Während in Wahrheit hier die, alles durch die die Faschisten werden daran beteiligt, aber in Wahrheit sind die Übeltäter natürlich hier in der roten Linie. Eine Sache ist jetzt vollkommen klar. Die rote Linie bereitet sich auf einen Krieg vor. Ohne Tantan und große Worte. Wie im Reich versammeln sie die stärkste Armee, die es je in der Metro gab. Und die Stille, die ihre Kriegsvorbereitung begleitet, erscheint mir noch schlimmer als die Rede der Faschisten. So ist es. So ist es. Weil das, was die hier wollen, ist wirklich ein Krieg ohne Überlebende. An die Arbeit. Ihr alle. Jawohl. Ivan, bleib. Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Ratten mit Schwanz und allem. Die haben sich vermehrt wie verregt. Also, los und erledige das. Zack, zack. Jawohl. Alles fast dasselbe, oder? So, jetzt machen wir erstmal hier das Licht an. Alter, nein, was ist... Ja, genau. Das war das, was ich wollte. Eigentlich wollte ich halt das... Licht da oben aus, Mann, aber. So. Kommt hier irgendjemand hin? Das scheint jemand zu stören, dass das Licht an und ausgeht. So, der Schweißer. Bam. Habe ich den jetzt getötet? Ich habe doch eigentlich nur ganz leicht E gedrückt. Naja, komm, nichts machen. So, okay. Alter, was für ein Gerät bauen die da bitte? Ich hab keine Ahnung. Irgendein Monsterpanzer. So, alle. Hopp. Bam. Hä? Wieso geht das Licht auf einmal aus, Mann? Keine Ahnung. Okay, Leute, bevor wir jetzt hier uns hier weiter durchstealthen, bis jetzt läuft es ja noch ganz gut, machen wir erst einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, noch rein, auf Wiedersehen. Ciao.